Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. Wir haben eine Folge mit dem guten Trevor wieder mal, was ich mir jetzt gedacht habe. Heute machen wir mal ein bisschen wieder Fremde und Freaks Mission, würde ich mal so spontan sagen. Wäre auch mal wieder eine Idee. Ja, die Frage ist, was erwarten uns heute? Wir haben, glaube ich, Hauptmissionmäßig haben wir, glaube ich, momentan nichts. Deswegen arbeiten wir uns erstmal hier oben, wenn wir schon mal hier sind, ein bisschen erstmal durch die fremden Freaks Mission durch. Damit wir die auch mal Step-by-Step abgearbeitet bekommen. Ja, mit Michael haben wir sie, glaube ich, soweit. Also, wie gesagt, die haben die Hauptmission gemacht. Mit der Filmrolle. Und dann haben wir in der zweiten Folge noch die eine Folge gemacht, um die Dr. Freelander zu töten. Und den, das Rennen. Mit der jungen Dame da zu laufen. Das haben wir, genau, das war in der zweiten Folge. Ja, das heißt, wir haben heute ein bisschen weiter neben mir so vor. Weil sagt, die gehören irgendwie auch zur Story dazu und deswegen werden wir es auch machen. Ja, und ich weiß, wir haben immer noch die ganzen Souvenirs vom für Dings. So, was haben wir hier? Hier oben. Also. Okay. There you are, handsome. Lou Mott. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maude, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Verlasse das Gebiet. Okay. Okay, Kopfgeldmission verfügbar. Oh, super. Okay, dann kriegen wir das. Okay, dann fahren wir da oben hin. Ja, ich weiß, wie gesagt, wir müssen die Dinger bei Nigel. Weil das ist natürlich zu Nigel mal so nebenbei gerade. Das ist noch ein ganzes Stück, ne? Ja, es ist da. Oh Gott, das ist da hinten. Naja, na gut. Miss me! Ich hoffe, ich kann wissen, was bei Josh doch so offen ist. Die Frage ist, was hier oben offen ist. Also, wie gesagt, wir haben Kopfgeldmissionen. Wie gesagt, ich mach die alle nebenbei, halt, diese ganzen Nebenmissionen. Was machst du? Was ist das für einer? Hey, Bud! What's you doing? Nothing. What you up to, Cletus? Cletus. Hunting what? Ach, wir lernen jagen. Just windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Is the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Folge Cletus. Just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, okay. I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. G3? You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already dead. Screw them. Yeah, that's it. Give them hell. Sure, another one.
No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo die welche der meint. Hier die oder was? Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Wer gibt dich zum Motel? Okay. Hoppa. Na komm. What now? We gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Well, we'll take your vehicle then. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money in wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm to table bullshit. You know, I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. You keep on criticizing my shooting, you'll be starring in a snuff with that rifle. So. Here we are. Na, hier müssen wir hoch, okay. I bet you never shot out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I wanna see how you deal with a moving target. Let's see that sniper rifle then. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old-fashioned fun. Da müssen wir jetzt mal wieder eins finden. Achso, war aber auch keine Absicht tatsächlich. Come on, gotta show him sometimes you ain't a slave to the system. Ja, es muss jetzt natürlich einen Moment warten. Give me strength. You're slower than molasses on a cold day. Is much more fun. Dumbass. Ah. Warte mal, da kommen welche. When in doubt, take them out. Metal don't count. Was? Der war getroffen eigentlich. Feuer. Jawohl. Nice. Go on, one more, just for the hell of it. Cross the line. That ain't right. Hellfire, Trevor, you ain't rushing this, are you? Ach, wieso? Ich habe doch Zeit. Not the car, Trevor. That's it. Perfekt. Sometimes you ain't a slave to the system. Looks like maybe you could use some more practice. Right, let's change it up. Come on, follow me. Okay, dann geht's weiter. Sorry, manchmal ich bin manchmal ein bisschen langsamer. Two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks your tractor, I say.
What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Jetzt aber auf Tiere schießen, ne? It's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Dann machen wir das doch mal. We'll get a better shot from up here. Wenn das so gut klappt wie mit den Autos, kann das hier noch eine sehr lange Folge werden. So, und jetzt? Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Schieß auf drei Kojoten. Ah. Damn, you're shaking like a dog pooping peach pits. Be quick about it, or they'll get wise to you. Wo sind die denn? Oh. Da. Sing to me now, song dog, and another. Don't let him get the jump on you, Trevor. Dropped it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Scheiße, den ich haben müssen. Happy. That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right. Gotta go. I'll send you a text when I'm about. Na gut. Bestanden. Zielübungen. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, ja. Na gut, das war mir klar. Da war, wir waren nicht gut. Was haben wir denn? Okay, Josh. Also Josh war der Typ da. Ah, der ist das. I'll have to keep an eye out for you. Ja. Gut, Josh war das. Warte mal, was machen wir dann als nächstes? Was machen wir? Arbeiten wir uns weiter hier oben durch? Ja, ich glaube schon, ne? Wir würden sagen, machen wir hier oben weiter. Weil wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir die auch abarbeiten. Dann sind wir nämlich da durch. So, die Frage ist. So. Ich brauche mein Auto. So. Gut, die Frage ist, machen wir heute weiter? Nein, wir sind nicht in der Jagd. Diesmal brauchen wir nämlich nicht zu. Also wir haben, wie gesagt, noch zwei Nebenmissionen offen hier oben. Dann hätten wir sie alle weg. Ah, die ist das. Okay. Dann machen wir, komm, dann machen wir so durch. Dann ziehen wir sie mal komplett in einem Boot durch. Moin. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! Radale, rednecks! Motherfucker. Why? Is your mother dry when you... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. No, I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you
creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. Were we on, exactly, up, huh? Get up. Ah. I'm sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Don't fuck yourself. So, wie viel sollen wir denn töten? 25, okay. Wir sind gerade bei 6, 7. Scheiße. Sehen. Das wird schwierig werden. Shut, 17. Ja, komm, das kriegen wir hin. 18. 19. 20. Jawohl. 26. Am I creepy now? Am I? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Er ist tot. Egal. Was? Nein! 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 Der hat uns gesagt, nö, die werden, wenn wir gestorben sind. Weil wir es eigentlich geschafft hatten. Muss ich auch ein bisschen What the fuck, Alter? Alle! Oh Mann! Nee, ich muss dich überfallen! Ich kann dich sonst nicht töten! Behind something.
good neighbor, and this is what I get! Larry's been hit! Ah, ich habe noch 40 Sekunden, ne? Hey, look out! Old man? Why, how's this for an old man? Crazy asshole! Schaff ich nicht hin. Ja, schaff ich nicht. Irgendwie habe ich ziemlich viel Zeit liegen lassen. Fuck it, Alter! Mann, jetzt will er mich verarschen. Nee, ich hab ihn gleich, du hast ihn wieder nicht verloren. Ja, du brauchst dich auf die Leute zielen, ne? Ah, ziel doch auf die Leute! Ja. 21, 22, 23. Da kommt noch ein Auto. Oh, 25, jawohl. Geschafft. Gott sei Dank diesmal. Gott sei Dank haben wir es diesmal geschafft. Alter Verfalter, was für eine Aktion hier. So, dann hätten wir den Teil auch weg. Dann fehlt uns eigentlich nur noch eine Mission, die hier oben ist. Das ist nämlich diese hier. Und dann müssten wir sie eigentlich durchhaben komplett. Alter, was hier rumliegt. So, und dann fahren wir in die Stadt und machen erstmal Nigel und dann Josh. Ah, gut, wir haben 3 heute gemacht, auf jeden Fall. Die Frage ist, machen wir Feierabend oder machen wir noch eine? Na ja, komm, wir machen noch eine. Machen wir die nächste Folge. Was geht mit denen heute? Smell any funny spices? Я ничего не вижу, босс. Heimatschutz. Предъяви документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. Ты под гражданским арестом, ты понял? Америка — страна возможностей. А я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise.
Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Geh zu den Verdächtigen. Okay. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Okay. Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamo Sea? Hey! You're banned. Is anyone not banned? Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Steige das Grenzschutzfahrzeug. Ja, ich bin doch schon wieder raus. Hey, Trevor, get out here now! They're in that car, let's go! Come on, Trevor! Go! Let's bring him in, boys! Here, take the stun gun! Sure, really? It was me! Nobody needs to die here, we're civilized people. Mariachi singers, the worst of the bunch! You know, you can't take a subway in peace in Liberty City these days. Oh, Glück gehabt. Oh, ist das denn die Karre, Alter? Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep your socialist ballad to revolution and discontent. Das war mir klar. You can keep your socialist ballad to revolution and discontent to yourself. Soll ich die Karre denn da anhalten? Keep those stun guns at the ready, my friend. They're probably gang members. I heard that some of these undesirables are trafficking illegal guns into our very, very peaceful country. Now who do a thing like that? Politelli! This is why you never let a rookie drive. I don't know. They come here taking our job. All those mariachi singer jobs have been stolen. They don't just take one. No. Ich glaube, ich habe den Dreifach nicht, oder? Two or three thankless low pay jobs to support their families. It's an outrage. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Dios mío. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. So, die sind weg. Okay. I do what you say. Hey. Mierda! Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Please no more. I go with you. What is wrong with you? Ну, попробуй, деревенщина. Так, фертig.
Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. So, dann haben wir das auch erledigt. Tschüss. $500 bekommen. Heimatschutz, jawohl. Oh, okay. 1 Minute 36. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA und dann fahren wir in die Stadt zurück. Weil dann stehen nämlich noch mit Josh. Oder wieder eine Randale-Mission, sehe ich gerade. Die nächste Mission an mit dem. Und dann fahren wir zu Nigel, würde ich sagen. Aber wir müssen jetzt mal gerade gucken durch ein Auto. Ich brauche ein Auto. So, wie viel haben wir denn? 7,4 Kilometer. Na, warum nicht? Ja, die machen wir dann aber, wie gesagt, nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge bei Let's Play GTA 5. Und dann. Ja. Dann. Heißt nämlich auch sowas wie erledigt. Damit sind wir. Oh, da ist noch was. Moment, was haben wir denn hier noch? Ach, die alte. Nee. Hab ich jetzt keinen Nerv zu. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Tschüss.